Ihr Lieben, darf ich euch zu einem Spiel einladen? Ich hatte die Idee, hey, wie wäre es, die Menschen, ne, euch einzuladen, etwas zu kreieren, das Spaß macht, das inspirierend ist für mehr. Und vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe zu Ostern dann Foundation ausgeschrieben, also von Karfreitag bis Ostermontag, 4 Tage. Voraussetzung dafür ist ein Bars-Kurs. Und ich habe mir überlegt, was möchte kreiert werden, das Leute einlädt zu mehr Spaß, zu mehr Leichtigkeit und zu den Werkzeugen. Und ich habe mir gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir Pantomime spielen? So, es gibt ja Gottzillionen an Access-Werkzeugen. Und wie wäre es, wenn ihr mit mir spielt und die einfach in Pantomime umsetzt? Also keine Worte. Ihr macht, ne, Pantomime, kennt ihr, ne, mit Händen und Füßen sprechen sozusagen. Und schaut, welches Werkzeug ploppt auf und wie könntest du das in Pantomime umsetzen? Natürlich gibt es etwas zu gewinnen. Sie werden einfach schauen, es gibt ein Hashtag, ne, Foundation mit Simone ist der eine und der zweite ist It's in Foundation, wird dann nachher alles auf dem Video auch zu sehen sein. Und diejenigen, die die meisten Shares, die meisten Likes haben und auch am kreativsten sind, haben die Chance, eine SOP-Session zu gewinnen. So, spür mal rein, wie kreativ kannst du sein, was sind deine Lieblingswerkzeuge und wie möchten die vielleicht auch pantomimisch umgesetzt werden? Wichtig ist, teils in einer öffentlichen Gruppe, also geschlossenen Gruppe, ne, sodass so viele wie möglich Leute das auch sehen können, inspiriert sind, vielleicht auch mitmachen und ja, bin neugierig, wie viel Spaß wir haben können und noch mehr neugieriger bin ich, neugieriger, ist das überhaupt ein deutsches Wort? Who knows? Was können wir in 4 Tagen Foundation entdecken, ne, wenn du all diese Werkzeuge wirklich empfängst und schaust, was ist für dich möglich, ja? So, ich weiß, die Welt erzählt uns gerade allen, dass alles nicht möglich ist und wie alles schlechter wird. Das muss nicht deine Realität sein, ne? So, wenn die Access-Werkzeuge mir etwas gezeigt haben, dann ist es gibt immer Möglichkeiten, wir haben Wahl. Und wo mögen wir jetzt unsere Energie hingeben, um das zu kreieren, was wir wirklich gerne hätten? So, ich freue mich aufs Spiel mit euch. Was ist hier sonst noch möglich? Okay, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Ansonsten, let's play! Ciao, ciao!